Becker, es gibt Künstler, die würden alles tun, um einmal beim ESC mitzumachen. Die bewerben sich jedes Jahr für ihr Land, um dann ausgewählt zu werden. Und dann klappt das vielleicht beim vierten oder fünften Mal oder auch nie. Und dann gibt es die Künstler, die kriegen das Ticket und sogar den Song quasi auf dem Silbertablett angeboten und die lehnen ab. Und so war das bei Mikolas Josef letztes Jahr. Der hätte schon vor einem Jahr mit My Turn nach Kiew fahren können, hat dann aber gesagt, nee, das ist irgendwie nicht mein Sound. Ein Jahr später hat er seinen Sound jetzt gefunden. Und diesmal fährt er für die Tschechische Republik mit Lie to Me nach Lissabon. Come a little closer, lie to me. Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me, get down on my body. Love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Er klatscht hier auch mal ins Gesicht. Darf ich auch mal? Unmotiviert. Nein, er klatscht nicht unmotiviert, nein. Total, bevor wir über den Song reden, interessiert uns, was ist eigentlich in seinem Rucksack drin? Läuft überall, läuft er nur mit Rucksack auf, wie Kanye West damals. Habt ihr eine Idee, schreibt es uns, weil wir zerbrechen uns schon seit Tagen den Kopf. Aber ich finde das wirklich toll. Habt ihr das Mädchen in der Badewanne gesehen? Das bin ich, wenn der Song läuft. Wirklich, ich finde es richtig, richtig gut. Modern. Ja, modern, würden die Bibi-Blogs sagen. Besonders, ja. Besonders, ja, auch, auf jeden Fall, genau. Oder? He's got vibe. Of course. Was sagen denn die Bibi-Blogs? Nein, mit denen sprechen wir später. Vorher haben wir uns erstmal bei den Menschen umgehört, die tatsächlich Fachverkäufer für Unterhaltung sind. Wir haben mal auf dem Kiez nachgefragt, was haltet ihr eigentlich von Mikolas Josef? Das ist gar nicht so schlecht, das klingt so ein bisschen international, so Justin Bieber-mäßig. Und weckt bei mir so ein bisschen auch so einen Mutterinstinkt. Aber das ist funky. Und das ist funky und erinnert sofort an Justin Bieber, Justin Timberlake. Bisschen Bruno Mars. Ja, sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu finden. Aber wenn der Kopf nickt und die Füße wippen, ich würde sagen Daumen hoch. Ja, und wenn sie dann anfangen für sich selber zu klatschen. Ich habe nur drauf gewartet, so ein Justin Bieber-Ding. Und das macht natürlich die ganzen Teenie-Mädels wuschig. Der ist ja nicht schlecht, der kann sich richtig gut bewegen, sieht gut aus, hat gute Zähne, gutes Gebiss. Toll. Ja. Nein. Oh, Vanity Trash ist so toll. Ja. Was hat sie für ein Minenspiel? Woher kommt das? Wie macht sie das? Oh, das würde ich gerne wissen und auch können. Ja, also den Hardcore-Entertainment-Test auf dem Kiez, den hat Mikolas Josef schon mal bestanden. Ja, das kann man so sagen. Genau, und jetzt schauen wir dann, jetzt wollen wir aber auch wissen, was William und Devin sagen und alle anderen natürlich auch. Ich finde die Nummer sehr modern, das finde ich cool, sehr modern. Ich finde Eid sehr, sehr charismatisch und das sind schon mal zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und der Song funktioniert auch, deswegen, ich sag mal Top, Platz 4, sag ich mal. Und alle, die dann immer so sagen bei ESC, oh nee, das ist jetzt nicht so meins, die würden vielleicht auch mal ruhig gestellt werden. Deswegen bin ich sehr dafür, dass dieser Mann gewinnt. Würde ich zu tanzen, auf jeden Fall. Er macht so den kleinen Macho und hey, ich kann alle kriegen und man hat ja auch noch mal so ein bisschen seine Texte noch mal ein bisschen jugendfreundlicher umgeschrieben. Funky, sexy, young, dirty, youthful, thrusting. Give it to me now. Yeah, there's something about this. People say it's Jason Derulo. I disagree. This is original to him. It's cool. He's got a trumpet. Oh, how big is his trumpet? He's got a bamboo wood. Der Song ist echt gefährlich. Also wenn man den nicht richtig performt, blamiert man sich wahnsinnig. Aber ich muss sagen, er kann singen. Er kann wirklich singen. Also er war in Radioshows und hat gerappt und gesungen. 1A. Also wirklich, wirklich gut. Ja, jetzt kommt Stimmung in den Laden. Das finde ich großartig. Er kann gut singen, er sieht smart aus, er ist witzig und sympathisch. Das finde ich wirklich richtig gut und ich behaupte, das kommt in die Top 3. Das ist eine Art Schwiegersohn auf elektrisch aufgeföhnten Noten. Das gefällt mir gut. Bayern weiß man nie so genau. Ob es ein Kompliment ist oder ein Arschtritt. Ich glaube, das war ein Kompliment. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall gibt es hier viel Lob schon von euch. Celeste schreibt, das heißeste Eisen, das Tschechien je im Feuer hatte. Das wird definitiv in der vorderen Tabellenhälfte landen. Mo schreibt, Megasong, leicht provokative Gesten, toller Song, das Gesamtpaket passt einfach Top 10. Ich habe eben noch was anderes gelesen. Hier schreibt einer von euch schreibt, er hat nur 11 Punkte geschrieben. Mein Favorit, besser geht's nicht, 12 Punkte. Wow. Ja. Ist auch einfach toll. Ja. Und was so krass ist, ich glaube, Mikolas Josef ist 22, meine ich. Ja. Und er hat
den Song größtenteils selber geschrieben. Er hat selber Regie beim Video geführt. Das Kamel war wahrscheinlich auch seine Idee, was da im Video auftaucht. Vielleicht ist das Kamel immer im Rucksack dabei. Ja. Der Bruno, das Kamel heißt Bruno, glaube ich. Ja, also und, wir haben leider hier noch nicht so viel Auflösung von euch bekommen, was ihr glaubt, was in dem Rucksack drin ist, aber kommt vielleicht noch. Und es ist, finde ich, schon eine richtig gute künstlerische Leistung. Es ist auch eine künstlerische Leistung, wie du schon gesagt hast, den Song abzulehnen. Einfach zu sagen, mache ich nicht. Ja, also der weiß, glaube ich, ganz genau, was er will, wie er es will. Er hat den Song selber geschrieben. Er musste ihn sogar noch ein bisschen umschreiben, weil die EBU gesagt hat, na, das ist aber nicht jugendfreundlich, was du da, oder das reicht uns nicht, wir müssen das ein bisschen entschärfen. Ja, und ich meine, wenn man sich Tschechiens ESC-Historie anschaut, sind sie, also bis 2015 kein einziges Mal ins Finale gekommen. Und 2016 sind sie dann ins Finale gekommen, haben da den 26. Platz belegt. Also vor diesem Hintergrund ist es schon nicht schon richtig, richtig toll, was sie schicken. Auch wenn es natürlich, es gibt so Menschen, die sagen, es ist ein bisschen von Jason Derulo geklaut. Aber wird hier auch gerade geschrieben. Hier hat jemand... So läuft, also so ein ganz bisschen vielleicht. Eine Mischung aus Justin Timberlake, Jason Derulo und Ed Sheeran. Ja, aber wo kommt denn da Ed Sheeran? Ich glaube, Snoop Dogg ist auch noch drin. Snoop Dogg ist auch noch drin. Ja. Ich finde es ganz interessant. Er war zum doch Text. Model vorher. Ne? Er hat gemodelt und geschauspielert. Er hat schon alles Mögliche gemacht. Hat dann aber gesagt, das Modelleben ist ihm zu oberflächlich. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen beim ESC, da bist du ja genau richtig. Nein, aber ich glaube, der geht ganz gut seinen Weg. Der hat gerade einen Riesenvertrag bei Sony, einen internationalen, unterschrieben. Könnte auch ein Vor dem ESC jetzt, also vor dem Halbfinale schon. Ich glaube, das läuft für ihn privat auf jeden Fall ganz gut. Mich interessiert jetzt, Stefan, was? Mich interessiert, wie es für uns beide läuft. Ach so, der Herzenstand. Wahrscheinlich haben wir noch keinen Vertrag angeboten bekommen. Aber aufgeregt. Wir hoffen, dass wir ganz viel Liebe von euch bekommen haben. Gibt es einen Zwischenstand? What? Ja. 49 zu 51, oh Gott. Oh, ja, Stefan, das ist noch vielleicht hat einer offen. Deiner Brüder auch mal bei mir geklickt. Ne? Nein, man weiß es ja nicht. Liebe Familie, muss weiter Herzchen geben. Bitte, das bitte. Ist sowieso viel lustiger, wenn du das machen musst, nein, Stefan. Die haben sich sicher furchtbare Sachen ausgedacht. Oh Gott, ich war so siegessicher und jetzt werde ich wirklich ein bisschen nervös. Reden wir noch einmal über den Text. Es ist ja so die EBU, die, wie heißt das, European Broadcasting. Entschuldigung, ich muss gerade, Paul Kepler schreibt, Martina Bartha ist im Rucksack. Ja, das ist schön. Die Kandidatin aus dem letzten Jahr, die mit dem Song gefahren ist, den eigentlich Mikolas angeboten bekommen hat. Sehr schön. Bautruck schreibt, das mit dem Rucksack ist wegen dem Backpack-Kit. Der Typ, der bei Katy Perry Musikvideo für Swish getanzt hat. Warte mal, jetzt war ich gerade... Ich muss mich übrigens korrigieren. Ja. Ich habe Jamie Lee wurde 26.2016. Oh. Nicht Tschechien, das tut mir leid. Ja, stimmt. Sehr gut. Gut, dass wir euch haben. Genau, so viel zu dem Rucksack. Aber du wolltest noch mal über den Text sprechen. Ja, genau. Also, der tschechische, es gibt ja die EBU und die prüft jeden Song und sagt dann, ist okay so oder nicht. Und bei ihm musste der Text geändert werden. Ich glaube, Motherfucker musste raus. Ups. Ja, das finde ich ein bisschen albern. Das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche. Ja. Swearing gehört halt manchmal zur Popmusik dazu. Zum so. Geschäft, ja. Ja, es ist leider so. Ja. Ich arbeite ja... Auch betreue viel Formate für 14- bis 29-Jährige und da ist Rap halt ein großes Thema und das macht eben die Künstler auch aus. Und ich finde, man sollte schon die Größe haben und wenn es dann wirklich jetzt nicht, also natürlich irgendwie Antisemitismus oder so geht nicht, aber wenn es jetzt mal so ein bisschen rumgefluche wird, das ist schon okay, finde ich. Das ist ein bisschen albern, das zu verbieten. Und Eat My Spaghetti durfte drin bleiben. Ja, die Botschaft ist immer noch die gleiche, nur ein bisschen schöner formuliert wahrscheinlich. Ganz interessant fand ich jetzt in dem Fall auch die internationale Jury, die die Tschechische Republik dazu Rate gezogen hat. Die war nämlich sehr hochkarätig besetzt mit ganz vielen Teilnehmern aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr. Demi Im war dabei, Iveta Mukuchian, das Sunstroke Project, Robin Bengston und auch Nathan Trent, der den Mond vielleicht in diesem Jahr wieder zur Verfügung stellt. Aber der hat erstmal seine Expertise da zur Verfügung gestellt. Und Demi, Iveta und Nathan haben sogar ihre Höchstpunktzahl an Mikolas gegeben. Also auch in Kollegenkreisen kommt er ganz gut an. Wie kommt er denn bei dir an? Gut. Stefan? Du wirst jetzt überrascht sein, glaube ich. Weil du so wenig Punkte gegeben hast? Mal gucken. Schauen wir mal. 12 Punkte. Ja. Wow. Ja, ich sag doch, ich möchte das Mädchen in der Badewanne sein. Also ich möchte nicht, ich bin diejenige, die... 12. Und von euch? Ja, von euch gibt es im Schnitt 8,7 Punkte für die Tschechische Republik.